Fragcoach Schwerle heißt es heute wieder und hier haben wir eine spannende Frage. Sven will von mir wissen, wie finde ich eigentlich heraus, ob mein Chef mich und meine Arbeit gut findet oder eher nicht? Diese Frage stellen sich viele. Ich möchte darauf antworten. Mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und Buchautor und gleich geht's los. Ja, hier bin ich wieder. Jetzt möchte ich Ihnen, lieber Sven, antworten. Diese Frage ist natürlich wichtig, weil wenn ich nicht weiß, was der Chef von mir hält, dann bin ich in gewisser Weise unsicher, weiß nicht, bewege ich mich auf dünnem Eis oder dickem Eis. Darum ist es schon richtig, dass Sie sich in dieser Hinsicht Gedanken machen. Meine erste Überlegung, die wird Sie vielleicht überraschen, denn es gibt ja einen vollkommen unkonventionellen Weg, wie man das herausfinden kann, was der Chef meint, nämlich indem man ihm einfach eine Frage stellt, indem Sie, Sven, auf Ihren Chef zugehen und ihm zwei Fragen stellen. Erste Frage, was an unserer Zusammenarbeit finden Sie gut? Zweite Frage, wo finden Sie, lässt sich diese Zusammenarbeit noch verbessern? Das ist sehr gut, weil so bekommen Sie einerseits ein positives Feedback, das Ihnen hilft, Dinge auszubauen, die schon gut laufen. Und auf der anderen Seite bekommen Sie aber auch eine Rückmeldung, was läuft nicht so gut, wo müssen Sie Fettnäpfe vermeiden. Sie wissen danach genau, woran Sie sind. Und je eher Sie ein solches Gespräch führen, desto sicherer können Sie in Ihrem Arbeitsalltag agieren und desto besser können Sie bei Nacht auch schlafen, vermute ich. Nun gibt es einen zweiten Aspekt, der mir bei Ihrer Frage wichtig erscheint. Ich beobachte oft in meinen Karriereberatungen, dass Menschen vor allem dann die Frage stellen, was der Chef und die Kollegen von ihnen halten, wenn sie selbst gewisse Zweifel haben, wenn sie selbst unsicher sind, ob das, was sie für die Firma leisten, richtig gut ist, ob sie nicht noch mehr bringen, noch mehr leisten sollten. Und hier habe ich einen Tipp für Sie. Führen Sie doch mal ein Leistungstagebuch. Das kann ein einfacher A4-Block sein, in den Sie jeden Abend reinschreiben, was haben Sie heute Besonderes für die Firma erbracht? Haben Sie Geld gespart? Haben Sie zusätzliches Geld gebracht? Haben Sie ein Projekt abgeschlossen? Haben Sie eine Fortbildung gemacht? Haben Sie zusätzliche Verantwortung übernommen? Es gibt jede Menge Möglichkeiten. Schreiben Sie das jeden Abend auf und dann gucken Sie bitte nochmal rein. Zum Beispiel im Abstand von einem Monat und dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Sie für die Firma leisten, ob Sie wertvoll sind oder weniger wertvoll sind. Und wenn Sie wertvoll sind, können Sie dieses Tagebuch eben auch in der nächsten Gehaltsverhandlung oder im nächsten Beförderungsgespräch mit Ihrem Chef benutzen. Aber nicht nur das, denn das sehe ich jetzt gerade oft, wenn ich junge Menschen berate. Die sind es gewohnt von der Schule, die sind es gewohnt von der Universität, dass sie, wenn sie gute Leistung erbringen, im Gegenzug eine gute Bewertung bekommen. So funktioniert das in der Arbeitswelt leider oft nicht. Es gibt viele Mitarbeiter, die ausgezeichnete Arbeit leisten, aber andere verkaufen sich besser und der Chef, dem fällt es nicht auf, weil er den ganzen Tag im Meeting sitzt. Darum möchte ich Sie einladen, wenn Sie dieses Tagebuch führen, wenn Sie eine gute Leistung bei sich feststellen, dass Sie das auch aktiv gegenüber Ihrem Chef kommunizieren. Jetzt werden Sie mich fragen, Sven, soll ich denn schleimen beim Chef? Nein, das sollen Sie selbstverständlich nicht. Ich finde es nur wichtig, dass Sie transparent machen, was leisten Sie alles für die Firma. Nehmen Sie den Chef in den Verteiler, wenn Sie wichtige Mails schreiben zum Beispiel. Sagen Sie einem Kunden, der Sie lobt, einem wichtigen Kunden, dass es Ihr Chef ruhig auch mal hören dürfte. Und suchen Sie immer wieder das Vier-Augen-Gespräch mit Ihrem Chef, um zu kommunizieren, was Sie alles Gutes für die Firma tun. Denn wenn Sie das nicht tun, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass ein positives Bild von Ihnen entsteht, dann kann es natürlich sein, dass jemand anders, zum Beispiel ein Karrierekonkurrent von Ihnen, das Gerücht verbreitet, dass Ihre Arbeit nicht richtig läuft und dann fällt das auf Sie negativ zurück. Darum empfehle ich immer, aktiv am eigenen Bild in einer Firma zu arbeiten. Und nun noch ein bisschen Gedankenleserei, denn wenn Sie nun wirklich den Chef schon gefragt haben oder nicht fragen möchten und Sie wollen so ein Gefühl dafür bekommen, findet er mich und meine Arbeit gut oder nicht, ein Anhaltspunkt kann sein, wie viel Verantwortung überträgt Ihnen Ihr Chef? Wenn er Ihnen viel Verantwortung überträgt, wenn er auch nicht dauernd Ihnen über die Schulter schaut, dann hat er ein gewisses Vertrauen, dann ist das aus meiner Sicht ein gutes Zeichen. Zweites gutes Zeichen, hören Sie mal genau hin, was er über Ihre Arbeit sagt. Wenn ein zurückhaltender Mensch, und das sind viele Chefs, wenn ein zurückhaltender Mensch sagt, ja, das war ganz in Ordnung,
dann kann das in seiner Sprache schon ein Juhu und ein Kompliment sein. Da müssen Sie eben genau einordnen, was für ein Typ er ist. Und es kommt ja nicht nur auf die Sachbeziehung, sondern auch auf die persönliche Beziehung an. Wenn Sie mit Ihrem Chef einen guten Austausch haben, wenn Sie mit Ihrem Chef auch mal über Freizeit sprechen und was Sie am Wochenende gemacht haben und er, dann ist es auch ein gutes Zeichen und gibt Ihnen ein besseres Gefühl, was diese Beziehung angeht. Wenn Sie sich interessieren fürs Thema Bewerbung, klicken Sie jetzt gerne meinen großen Bewerbungskurs Bewerben mit Erfolgsgarantie an. Das ist ein Videokurs mit einer kostenlosen Probe. Schauen Sie da gerne rein und ich freue mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.